So. General Katar sagt, ihr hättet euch noch nie getroffen. Aber sicher weißt du von ihren Heldentaten. Neben dir ist sie das größte militärische Genie, das wir haben. Der Philadelphia-Anschlag war ihre Idee. Meine Idee, ja. Aber ihr Weitblick machte ihn möglich. Wir waren vielleicht etwas zu aggressiv. Aber keiner würde Kane jemals ungestraft widersprechen. Raus! Raus! Sie wagt es, Kane zu hinterfragen. Sie heuchelt Treue und Ergebenheit, aber ist dir aufgefallen, wie sie ihn ansieht? Als wäre sie seinesgleichen. Wenn sie hier wäre, würde ich mit ihr kurzen Prozess machen. Aber Kane hat eine etwas elegantere Lösung. Eine, die ihre Getreuen nicht vor den Kopf stößt. Ich brauche deine Hilfe, Legion. Spiele Killian, du musst den Prime-Tempel angreifen. Du musst unsere Brüder töten. So, dass Killian als die Verräterin dasteht, die sie ist. Da ist eine fanatischer als die andere. Auf jeden Fall schließt sich so der Kreis, denn im Hauptspiel haben wir ja diesen komischen Angriff gehabt in dieser Mission. Und jetzt merken wir, dass wir das selbst sind, in einer anderen Zeitlinie sozusagen, als jemand anderes. Killian Katars Verrat. Killian Katar hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie ist eine Ketzerin, die ein Komplott gegen Kane schmiedet. Obwohl sich Katar das Wohlwollen der Menschen erschlichen hat, bezweifelt Äbtissin Alexa, dass sie ihr einfach so glauben werden. Sie werden Beweise fordern, Beweise, die sie liefern werden. Kens Truppen verteidigen in diesen Minuten mit dem Mut der Verzweiflung den Prime-Tempel. Geben sie sich als Katar aus und begehen sie einen unverzeihlichen Verrat. Das wird der Welt die Augen öffnen. Ja, und wie wir wissen, wird Killian dann tatsächlich exekutiert. Das haben wir ja schon gesehen. Das kenne ich. Seit der Kindheit träume ich vom Wiederaufbau des Prime-Tempels. Nun erstrahlt er wieder im alten Glanz. Möglicherweise ist Kanes Vertrauen in dich nicht ganz unberechtigt. Ey, hier unten war doch auch was, eigentlich. Empfange Nachricht. Legion, wir müssen diese Flugabwehrbatterien zerstören, um den Luftraum für unsere Vertigo-Bomber zu sichern. Ah, stimmt, die bomben da ja dann alles weg. Dann ist die GDI schon mal Geschichte. Was jetzt? Ah, da muss ich im Kommando arbeiten erstmal. Gut zu wissen, das wusste ich jetzt noch nicht. So, hier muss ich das drüber speichern. Beziehungsweise gar nicht. Jetzt sollte das passen. 9. Mission von 13, glaube ich. Hör auf zu blinken. Zerstören Sie die Flugabwehrbatterien. Ja, Akkus sind viel besser. Moment mal, ich habe was vergessen. Gut, weg mit euch. Zack. Mit freundlichen Grüßen. Mal schön befördern lassen. Ein positiv. Blöder Turm da. Erstmal den Strom ausknipsen. Dieser Begriff ist mir ja seit Alarmschiff Rot 1 ein Begriff. Persönliche Zustellung. Strom ausknipsen, das hat er in der Videosequenz ganz am Anfang gesagt, bei den Alliierten, glaube ich. Werden wir ja auch noch irgendwann spielen, dann kann ich das nochmal zeigen. Wenn ich irgendwann mal so weit komme. Ich muss ja erst noch Renegade und alles mögliche abschießen vorher. Ah, da sind sie. Nicht mein Commander kaputt machen. Ja, super. Ganz toll. Luke. Hätte ich ihn noch retten können? Boah. Das waren noch Zeiten. Hier war viel Munition. Legion, die GDI nähert sich dem Prime-Tempel und dem Propheten. Du musst verhindern, dass diese Heiden unseren heiligsten Tempel entweihen, egal was seine Eminenz vielleicht. Du weißt, was richtig ist. Nee, ich hoffe. So, erstmal nochmal speichern.
Jetzt habe ich scheinbar diese erwarteten zwei Stützpunkte. Wobei hier oben das nicht nach einem Stützpunkt aussieht. Neue Bauoptionen. Machen wir dann jetzt einfach angreifen. Die GDI entweiht den Prime-Tempel schon zu lange. Stoßen Sie zu Kanes Truppen und vernichten Sie sie. Eigentlich sollte der Stützpunkt gerade weggebombt werden. Aber haben sie wohl vergessen. So, das ist ja auch mir, ne? Es ist nicht mir. Ich habe keinen Stützpunkt. Wie fies. Was soll ich denn machen mit so wenig? Ah, da ist mein Bau. Habe ich doch einen bekommen. Dann ist alles in Ordnung. Ich dachte, ich bekomme keinen Bauhof. Verstärkung in 20 Minuten? Scheu. Wie die mich schon nerven jetzt. Ja, ist erstmal ganz gechillt, bis man sich was aufbauen kann. Und hier tobt schon der Kampf. Eigentlich sollte die GDI ja schon längst weggebombt sein von den Vertigo-Bombern. So war das jedenfalls. Ah ja, ich sehe dich. Feindliche Basis in Sicht. Hammerheads gab es eigentlich noch gar nicht. Oder nicht mehr. Ich habe bei diesen ganzen Zeitquatsche den Überblick verloren, ob es jetzt Zukunft oder Vergangenheit war. Ist ja auch egal. Einfach weg mitnehmen. Das ist das Einzige, was man wissen muss. Sie müssen vernichtet werden. Yay. Wie konnte der Skorpion-Panzer jetzt befördert werden? Er kann doch gar keine Lufteinheiten angreifen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Falls der das wirklich war. Einheit verloren. Schlagen wir los. Keine Gefangenen. Schon ein bisschen komisch. Zack. Neue Bauoptionen. Dann bauen wir mal irgendwas Tolles, nämlich einen Sammler. Aber mehr als zwei wäre dann auch wieder zu viel wegen einem Tiberiumfeld. Und dann hätte ich gerne... was hätte ich dann? Ich habe wieder keine schwarze Hand. Grrr. Bau abgeschlossen. Da in Sicherheit. Jetzt wird geerntet. Das schnell upgraden. Ich will nicht wieder Strommangel haben. Machen wir mal sowas. Kann nicht schaden. Wenn man die Basis ein bisschen verteidigt. Wie lautet der Plan? Gegen Luftangriffe. Bau abgeschlossen. Zack. Hoffe, das ist die gute Position. Nicht also von rechts kommen. Und da ist das Geld schon wieder alle. Ganz tolle Sache. Was bist du denn? Kommando. Kann ich den jetzt kaputt machen? Nee. Der ist noch mein Freund. Bloß nicht meine Waffen rückzerstören, bitte. Jetzt hat der das bekommen, ey. Unfair. Fies. So, ich glaube, die Mission wird auch nicht schwer. Das ist einfach nur so ein Storyfüller. Neue Bauoptionen. Damit die Story abgerundet wird. So, Kaserne kann auch nicht schaden. Dann irgendwann mal. Ob ich einen Obelisk brauche, ich bezweifle sehr stark. Ich will mehr Angriff haben. Die machen das schon hier. Die schaffen das. Zack. Neue Bauoptionen. Den vielleicht noch. Vielleicht erstmal hier was aufrüsten. Die schwarze Hand wartet. Avatare und der S-Panzer. Die übliche Kombi. Vielleicht nochmal so zwei. Die sind nämlich echt cool, die Artillerie-Dinger. Nur irgendwie werden die nicht so dargestellt, wie sie eigentlich sind. Finde ich. Die sehen irgendwie ein bisschen schlechter aus, als sie eigentlich dann doch drauf haben. Die haben grünen Raketen. Und so teuer sind sie jetzt auch nicht. Sollte man nicht erkennen. Schon wieder. Die bauen nicht. Oh nein, jetzt haben sie meinen Avatar. Nein, gar nicht. Haha, Idiot. Der hat so einen Turm kaputt gemacht, so geschützt. Was ihm gar nichts bringt. Wird gleich wieder nachgebaut. Ich glaube, das kostet mich nicht mal was. Tja, Idioten.
Ich frag mich echt, ob die das alleine schaffen. Die haben ja hier jetzt zwei Stützpunkte hier unten. Und den großen hier oben. Das schaffen die bestimmt alleine. Und da muss ich halt gegen die kämpfen, bestimmt. Das wird dann halt schwieriger. Mal abwarten. Vielleicht nochmal zwischenspeichern gleich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu bauen. Nochmal Spielstand 1. Kann nicht schaden. Ich würde ja einen Schrein der Geheimnisse bauen wollen. Wo ist das nächste Tiberiumfeld? Hier unten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh Nose. Lass den Scheiß. Reparatur läuft. Scanner in der Nähe. Panzerdivision! Avatar bereit. Mein erster Avatar, cool. Betriebsbereit. Den könnte ich jetzt aufrüsten. Will ich das eigentlich nicht? Vielleicht mit einem Notmod. Die sind aber alle schon befördert, dann will ich das nicht machen. Wir sind bereit. Dann wird die Beförderung nämlich quasi negiert und dann bringt es gar nichts mehr. Nicht zu mir kommen. Ach, sind eh meine Freunde noch. Ich warte. Noch sind wir alle Brüder. Hoffe ich mal zumindest. Die kommen dann nicht etwa zu mir. Die wollen den Typ kaputt machen. Einheit wird angegriffen. Was macht ihr denn da? Einheit befördert. Lass den Scheiß. Jo. Sammler haben sie nicht erwischt, ne? Gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ohne Geld nichts los. Oder auf Neudeutsch, ohne Moos nichts los. Und rein ziehst du gehört. Yes, weg ist er. Waffen initialisiert. Und jetzt schön runter zur GDI, bitte. Nicht zu mir. Ihr habt es ja fast geschafft. Ich wüsste nicht, warum ich denen helfen sollte. Ich hab'n sie doch locker. GDI hat gar keine Chance. Und dann gehen sie halt auf mich, dann habe ich ein Problem. Vielleicht hätte ich doch einen Obelisken bauen sollen. Sieht schon geil aus. Zwei rote Raketen. Avatar. Panzerdivision. Boah, 14 Minuten und 30 Sekunden. Wieso ist die Zeit immer so langsam hier? Ist doch nicht normal. Ach, deswegen habe ich so wenig Geld. Ja gut, das hier wäre noch ganz nützlich dann. Dann konzentriere ich mich erstmal darauf. Ich glaube, der Schrein der Geheimnisse wird mir nicht viel bringen. Tiberium-Infusion, was war das denn? Aber solange ich die schwarze Hand nicht habe, verzichte ich darauf. Die schwarze Kontrolleinheit. Auch die armen GDI da. Nur wenn ich jetzt da schnell reinrenne zum Prime-Tempel und den dann vernichte, habe ich dann gewonnen. Den würdest du ja gerne mal ausprobieren. Schick die einfach mal hin. Ich weiß ja nicht, ob das so ging. Musste ich den Prime-Tempel wirklich zerstören? Gegner besiegt. Oh, da ist es schon soweit. Einsatzziel erreicht. Und jetzt sind die böse? Oder ist die Mission komplett beendet? Wäre auch nicht schlecht. Nichts dagegen. Noch ist alles in Ordnung. Aber gleich ist... Verstärkungen sind eingetroffen. Ah ja. Wo? Say me where? Roger. Mann, diese Vertigos machen uns fertig. Was für Vertigos? Ach, schon wieder. Ja, ganz gut, ne? Gefällt. Legion, wir haben alle ihre Truppen Alexa unterstellt. Sie wird den Angriff auf Kanes Armee persönlich befehligen. Überhaupt nicht unfair, nö. Einfach mal jemand anderem das Kommando übertragen. Ja, in Kanes Namen. Geben Sie sich zu erkennen. Am Arsch. Brüder, ihr wurdet getäuscht. Wir sind hier, um ein großes Unrecht zu sehen.
Wie viele? Kane führt die Bruderschaft nicht, wie er es euch glauben machen wollte. Wir dienen der wahren Sache von Nod. Übergebt uns den Tempel oder sterbt. Ja, gewonnen oder was? Was ist denn hier los? Nordtransporter unterwegs. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ist das nett oder ist das nett? Muss ich mir jetzt echt eine Basis von vorne aufbauen? Da fühle ich mich echt ein bisschen verarscht. Man kann nämlich so einen echt künstlich in die Länge ziehen. Ah ne, wieder ein Kommando und... Ja toll, ich muss hier was erobern. Ich wollte mir ja mal... Ja. Sag was, ich höre nichts. Okay, dann eben nicht. Ist ja auffällig, diese Benzinfässer. Ich wollte mir ja mal einen GDI-Bauhof noch erobern, um zu gucken, ob ich einen Marv bauen kann. Mal gucken, ob ich dazu noch komme. In dieser Mission hier wahrscheinlich nicht, denn die GDI ist schon weg. Okay. Das heißt, ich muss mir jetzt irgendein Nordgebäude einnehmen und dann doch noch von vorne anfangen. Scheinbar. Moment, was ist genau mein Ziel? Einfach nur zerstören. Könnt ihr mir nicht mal das Endziel sagen? Auf in den Kampf. Schnell befördern lassen. Muss ich heilen können. Jo, war das schwer. Empfange natürlich Nachricht. Bin ich bereit. Infiltrieren Sie mit diesem Saboteur das Waffenlabor des Prime-Tempels und stehlen Sie die Pläne von dessen Ionenschild, während Alexa Kanes Truppen auf sich zieht. Okay, jetzt zauber dir das aus dem Hut. Vertrauen. Meinetwegen. Muss ich da irgendwie hochkommen? Ich glaube, das war gar nicht mal so leicht. War ein ziemliches Hin und Her. Ich verstehe. Und dauerndes Laden und Speichern. Mal gucken, ob es diesmal genauso wird. Jetzt wird gespielt. Oh Mann. Jetzt wird gespielt. Die sagt auch ein bisschen zweideutige Sachen hier. Irgendwie okay. Ist es ein bisschen langsamer geworden. Slowdown? Ich verstehe. Oder ist das normal? Wird wohl normal sein. Was jetzt? Auf jeden Fall nochmal speichern. Ich könnte auch einfach auf die Frame-Anzeige oben rechts gucken. Jetzt habe ich 30. Ja. 30, 23. 30, 25. 17, 17, 18, 19, 19. Basis in Sicht. Ja, passt. Allzeit bereit. Wer braucht schon mehr als 19 FPS? Also? Hilfe. Stealth-Einheit geortet. Ja, ich könnte es auch einfach in Ruhe lassen. Ist der eigentlich auch unsichtbar? Ich glaube ja nicht. Das ist ein Problem. Die war echt nicht leicht hier, die Mission am Ende. War eigentlich nur dumm, weil es so schwer war, hier durchzukommen. Hat auch nicht viel mit Skill zu tun, sondern einfach mit Timing. Timing-Skills. Hier rechts komme ich gar nicht durch. Gut, dann muss ich mich also hier durchkämpfen. Hier? Hier wäre eine Möglichkeit, aber da sind Obelisken. Ich guck mal, ob ich... Ich denke, ich komme hier auch direkt durch. Mauerknoten muss halt weg. Ja, darauf habe ich gewartet. Und ich erst. Was brauchen Sie? Einheit wird angegriffen. Ja, komm. Werd doch endlich befördert, bitte. Sie ist noch nicht einmal befördert worden. Arbeiten wir zusammen. Ich arbeite allein. Ja, was kann ich irgendwas? Ah, aber das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Hätte ich wenigstens einen Panzer, könnte ich mich hier durchschlagen. Machen wir uns an die Arbeit. Ups, der kann gar nicht. Ah! Okay. Wie ist der Plan? Der ist so lahm. Oh, das ist jetzt weg. Dann hat es ja doch geklappt. Genauso soll das sein. War hier genauso bestimmt. Wenn ich aufgepasst hätte, hätte ich es gewusst. So, ich speichere immer schön auf dem 9, denn jetzt bin ich schon ein bisschen angeschlagen. Und das kann ganz schnell in die Hose gehen. Auf in den Kampf. Und die haben keine Ersatzhosen dabei. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn die Hose okay. voll ist und man nicht zum Umziehen dabei hat. Mit freundlichen Grüßen. Kann ich irgendwie? Muss ich eigentlich ich machen, verstehe. Die bauen da doch eh nichts Neues. Einfach durchlatschen. Okay. Ist ja nicht schwer. Ah, befördern. Oder Heilung.
Machen wir uns an die Arbeit. Lassen Sie sich Zeit. Wäre eigentlich beides nicht schlecht. Wegen dem Saboteur jetzt vor allem. Okay. Einheit wird angegriffen. Ah ja, Heilung. Hätte ich vielleicht erstmal gegen die kämpfen müssen. Sollen. Jetzt sind sie schon wieder angeschlagen. Da. Naja. Besser als vorher. Bis hierhin ist es noch ziemlich einfach. Muss ich ja anmerken. Bin allzeit bereit. Kein großer Widerstand. Die bekämpfen sich hier. Lassen mich hier schön eindringen. Ich verstehe. Die Obelisken werden das große Problem gleich sein. Hier kann ich rum. Ich habe zwei Möglichkeiten jetzt. Ich könnte auch ganz außen rum, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so. Ich arbeite allein. Oh ja. Zum Glück lasse ich den Saboteur in Ruhe. Das wäre gerade nicht so schön gewesen. Lass doch den Saboteur in Ruhe. Natürlich bin ich bereit. Ich gehe jetzt kurz nur hier lang, weil ich da zwei Kisten sehe. Lassen Sie sich die will ich jetzt echt nicht überspringen. Die können sehr lecker werden. Muss ja eigentlich so nah dabei stehen. Was jetzt? Ich warte einfach mal. Noch mehr Benzinfässer. Ich verstehe. Ah ja. Mist. Das war beides Heilung. Na gut, ich hoffe mal, ich werde nie wieder Heilung benötigen. Ich bin ja schon sozusagen da. Lassen Sie sich Zeit. Ja, und jetzt haben wir... Ach gut, ich mache erstmal den Strom... Ich glaube, das war mein Fehler damals. Ich habe den Strom nicht ausgemacht und dann hatten die Obelisken noch Saft. Hätte ich das gemacht? Ah, und jetzt geht das hier runter. Da kann ich auch außenrum gehen. Ich glaube, die Obelisken schießen nicht mehr. Dann ist ja alles in Ordnung. Vertrauen Sie mir. Dann ist es ja echt einfacher als gedacht und lächerlich schlecht, wenn ich mal das sagen darf. Denn das war überhaupt nicht. Ist sie gestorben? Nein. Ja, ich bin hier. Saboteur neutral. Kacke. Sie schießen doch noch. Danke für die Info. Mission ab. Mission abbrechen. Sie sind ein erfolgloser Heimkehrer. Oder sie laden einfach neu. So. Nochmal. Versuchen. Soll ich erstmal hier weiter links? Gibt es hier noch mehr Kraftwerke? Ich muss hier offensichtlich mehr Kraftwerke zerstören. Die können ja nicht ohne Kraftwerke schießen. Die sind auch irgendwie meine. Feindliche Einheiten in Sicht. Positiv. Ich weiß nicht, wieso die noch schießen. Haben sie hier oben Kraftwerke? Oder ich muss erstmal das Teil hier nochmal kaputt machen. Sonst, hier sind zwei Kraftwerke, drei. Ich kann auch warten, bis sie das Kraftwerk da kaputt gemacht haben. Eilt's überhaupt? Ich glaube, es eilt gar nicht. Positiv. Das sind doch meine Freunde. Meine Verbündeten, die mir jetzt nachkommen. Ich verstehe. Hoffe ich mal. Stark. Sekunde. Wie ist der Plan? Das wollte ich schon noch kaputt machen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja. Die Saboteure sind so schön schnell, wenn sie befördert sind. Und jetzt sind sie so lang. Boah. Ich habe aber noch nicht die Mission verloren. Gut, dann laden wir eben neu. Ich weiß nicht, wieso hat sie denn vorher das Teil noch zerstören können, ohne ermordet zu werden. Ich warte. Nochmal. Das wird ein Spaß. Waren es nicht mal drei? Okay. Ah, okay. Habe ich nicht gesehen gerade. Ich verstehe. Gucken, ob ich diesmal durchkomme. Mit nur kurz kaputt machen und gleich wieder abhauen. Drücke vor. Einheit verloren. Ja, super. Wieso geht das nicht mehr? Ja gut, dann verzichte ich halt darauf. Und überlege mir einen Strategiewechsel. So. Lassen Sie sich Zeit. Ich könnte mir auch... Habe ich verloren, wenn ich das hier... Helfen. Ich habe kein Geld, okay. Also, dann vergessen wir das. Machen wir uns ein paar das könnte ich mir Freunde. Noch ein paar Einheiten bauen. Saboteurarmee. Ich arbeite allein. Die dann einfach da durchmarschiert und einer wird schon positiv. Ankommen. Diese typische
Alles opfern für ein Ziel, Command & Conquer. Rücke vor. Taktik, Strategie, die wir alle schon benutzt haben. Da fällt was auseinander. Natürlich bin ich bereit. Sie ist allzeit bereit. Was gibt es? Allzeit bereit. Sag ich doch. Ich wusste, dass sie das sagt. Ich verstehe. So. Kann ich irgendwie? So viele. Und die ist immer noch nicht befördert, nicht einmal. Das ist ganz schwach. Ah, da sind noch mehr von denen. Die werden notwendig sein. Und wehe, wenn das auch nichts bringt. So, speichern wir neu. Denn wenn es jetzt noch nicht reicht, dann habe ich ein Problem. Hier ist meine Karte. Big Problem. Also Schein, tun wir noch. Okay, jetzt nicht mehr. Man sieht es, sie haben keinen Strom mehr. Vertrauen Perfekt. Da muss ich eigentlich nur noch durchmarschieren. Wo wir einfach. Ich erledige das. Warum ist er so einfach? Und warum wird sie nie befördert? Ich hätte vielleicht noch ein paar Gebäude unterwegs in die Luft sprengen sollen. Dann hätte das. Die haben gar keine Energie und bauen ihren Technologiezentrum. Sehr schlau. Nehmt mit ein. Muss ich jetzt noch irgendwie ja, nach Hause ich bin bringen? Hier. Gebäude besetzt. Allzeit bereit. Yay. Ziel erreicht. Und nun? Da kommen ja. sie. Daten gesichert, da bitten Evakuierung. Oh, ich wusste es. Sie wollen wieder weg. Ah ja. Stealth-Einheit geortet. Empfange also? Nachricht. Bringen Sie den Saboteur zum Exfiltrationspunkt. Von dort lassen wir die Pläne des Ionenschildes an das Oberkommando der GDI durchsickern, um Killian endgültig zu diskreditieren. Warum nicht klappt das? Was war das jetzt gerade für ein Befehl? Rechte Maus hat es direkt linke. Was bedeutet das? Neues Bonusziel. Irgendwie ja. Laufziel. Ah, Saboteur reicht unverletzt. Los geht's! Ich denke mal, ich nehme diesen Weg, denn der war doch eigentlich Los! Ganz sicher. Los geht's! Oh, da sind welche. Ich denke mal, das Bonusziel ist jetzt nicht meine wichtigste Aufgabe. Wenn es klappt, dann klappt's. Und wenn nicht, ist auch egal. Hauptsache er kommt ans Ziel. Ich glaube, so wird das nichts. Der ist halt auch nicht so widerstandsfähig. So ein kleines Not-Mod. Kritische Einheit wird angegriffen. Aber ich denke, er schafft es. Kritische Einheit wird angegriffen. Ich habe nichts gesagt. Ja, so Raketen sind doof. Also muss man das doch ein bisschen langsam angehen. Und Frau Kommando mitschicken. Voranschicken. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Also, was macht sie denn wieder für Anstalten? Was hat sie denn? Okay. Okay. Da schon jetzt irgendeine komische Krankheit. Parkinson oder sowas. Wie sie sich selbst in Mitleidenschaft zieht. Einheit wird angegriffen. Ah, wunderbar. Das machst du ganz toll. Wo geht sie hin? Sie geht zum Obelisken. Ich glaub's nicht. Ja, da oben sind Kisten, deswegen gucke ich mal, ob sie es schafft jetzt. Und dann. Ich kann Ihnen helfen. Kann es ja doch noch werden. Dann gehe ich vielleicht hier links durch. Ist das sinnvoll? Ich probiere es einfach mal auf. Und auf jeden Fall nochmal speichern. Ha! Ja, ich bin hier. Kurz nochmal speichern, genau. Vielleicht wird sie ja jetzt befördert. Okay. Aber scheinbar gibt es hier solche Kisten gar nicht. Positiv. Tatsache. Ich verstehe. Kanes Stimme, weg damit. Vielleicht bringt das ja dann was. Besetzt. Einsatzziel erreicht. Hier ist meine Karte. Ja, was hast du für eine Telefonnummer? Sag's mir. Was macht die denn wieder? Ist das denn die ganze Zeit? Mit explosiven Grüßen. Irgendwie darf sie das scheinbar nicht. Mit freundlichen Grüßen. Ist voll doof. Doch, darf sie. Sie braucht nur eine Weile. Natürlich bin ich. Oh, jetzt bereit. Ist sie befördert. Bringen Sie den Saboteur zum Konzentrationspunkt. Ja, ich speichere am besten jetzt nochmal. Alles Zeitersparung. Meine Karte. Wir verschwenden Zeit. Ja, machen wir ein paar Übungen, genau.
blink, blink, blink. Dass die immer evakuiert werden wollen. Ja. Oh nein. Nicht gut. Ich gehe meistens mal hier hin. Von da aus dürfte es nur noch ein Katzensprung sein. Du wirst nicht beschossen, du wirst nicht beschossen. Da sind nur Hintergrundgeräusche. Das stört überhaupt niemanden. Muha. Ja komm, lass ihn durch. Er ist Arzt. Dumm-di-dumm. Geil. Gibt es auch keine feindlichen Einheiten mehr. Eigentlich bin ich jetzt sicher. Optional Ziel zwar nicht erreicht, weil er verletzt ist. Minimal. Ist nur eine Fleischwunde. Aber sehr egal. Und jetzt hier runter. Gibt ihm auch nochmal einen Speicherstand. So nett bin ich. Das war nicht so schwer, dann gibt es nicht mehr viele Missionen. Was hat er gesagt? Saboteur. Ist aber nicht meiner. Ich sehe hier keinen Saboteur drin, aber scheinbar kann der fahren. Habe ich gerade mein Kommando verloren? Na, ist ja egal. Interessiert keinen. Das war nicht schwer. Echt nicht. Wie alles auseinanderfällt, wie bei der Frostbite-Insel. Sind wir nicht bei Battlefield hier? Battlefield 4. Ziel erreicht. Jo, und jetzt? Tschüss. Nordtransporter unterwegs. Ach, jetzt kommt der fliegende Transporter, anstatt ihn gleich zu schicken. Ich sag nix. Ganz große Klasse. Also ich sehe niemanden. Irgendjemand raucht da ganz übelst. Initialisiere Video ablegt. Ausgezeichnet. Du hast mehr als genug Schaden angerichtet, um Killian zu stürzen. Jetzt ziehe dich zurück. Wir wollen doch nicht, dass der Tempel beschädigt wird. Aber nicht doch, nein. Ich habe nur auf den Befehl gewartet, jetzt vernichte den Brenntempel. Sieht aus wie so ein Pfeil nach oben, ne? Wenn er jetzt noch dahin fliegt. Yes. Ja, das war nicht schwer. Und da ist noch ein Saboteur. Er wollte der Auserwählte sein. Aber er durfte nicht. Das ging sehr schnell, sehr leicht. Und wir haben nur eine Sache nicht geschafft. Das ist aber nicht wichtig. Weiter. Ja, gucken wir mal an. Ah, das war das. Die Außerirdischen kommen endlich. Die Besucher. Der Prime-Tempel verloren. Kane tot. Wie ist das möglich? Niemand kann Kane ersetzen. Aber es ist jetzt meine Pflicht. Und meine Überzeugung, dass ich die Bruderschaft durch diese Zeiten führe. Und ich sage euch, ihr müsst nicht mehr trauern. Wir müssen aus Trauer Zorn werden lassen und das, was war, vergessen. Sprechen wir nicht mehr von Erlösung. Unser einziges Ziel ist die Rückeroberung des Planeten. Kane? Wir werden uns bald mit General Qatar befassen. Ihr Mangel an Vertrauen ist in der Tat bedauerlich und sie wird bezahlen für ihren Verrat. Aber im Augenblick gibt es dringendere Angelegenheiten. Wie habt ihr überlebt? Ich war nicht im Prime-Tempel. Er war bloß ein Köder. Ihr wolltet, dass die GDI die Ionenkanone einsetzt? Redmond Boyle hat getan, was ich prophezeit hatte. Er ist schließlich ein Politiker. Und als Kanes Bezwinger ist er jetzt ein Held. Ein Held, aber er ahnt nicht, was er ausgelöst hat. Doch bald wird es die ganze Welt wissen. Denn während wir hier reden, treffen die Besucher ein. Nur die Ionenkanone konnte genug Energie freisetzen, um im flüssigen Tiberium eine Kettenreaktion auszulösen. Die freigesetzte Energie war so außergewöhnlich, dass sie die Aufmerksamkeit unserer Gäste erregte. Genau wie es der Tacitus prophezeit hatte. Die Besucher errichten Türme in aller Welt und wir müssen verhindern, dass die GDI diese Türme zerstört. Es sind nämlich Portale, Torwege zu einer Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Es gibt viel zu lernen, mein Kind. Viel für uns zu lernen. Okay. Herz und Realität.
die Städte in den gelben Zonen sind für unsere Soldaten wichtige Rückzugsorte in unserem mutigen Kampf gegen die GDI. Ohne sie wäre die Bruderschaft kaum mehr als eine leere Hülle. In den Randbezirken von Kampala in Uganda ist eine mysteriöse Alien-Armada aufgetaucht. Diese hinterlässigen Biester haben die dortige Bevölkerung ihrem Willen unterworfen. Sowas aber auch. Kane kann sich in dieser kritischen Phase keine derartigen Risiken leisten. Neutralisieren Sie diese Kreaturen und erobern Sie unsere Stadt zurück. Jawohl. Endlich ein paar Besucher. Ich höre nichts. Lauter. Sprich lauter. Legion, es gibt Informationen über eine neue Alien-Offensive. Streitkräfte materialisieren in den gelben Zonen und unterwerfen die dortige Bevölkerung. Die gelben Zonen sind für die Zukunft von Nod entscheidend. Deswegen müssen wir diese Städte verteidigen. Und die bedrohten Menschen. So als wären sie der Prophet selbst. Genau. Lange Nachricht. Legion, Außerirdische sind in diese Stadt eingefallen und destabilisieren unsere Position in der gesamten Region. Zerstören sie alle Drohnenplattformen und erobern sie die Stadt zurück. Ich glaube, hier gibt es eine Supereinheit der Aliens zu sehen. Das wird scheiße. Das wird schwer, wollte ich sagen. Ja. Mal gucken, wie lange ich noch Lust habe. Die andere Mission ging so schnell, deswegen mache ich einfach mal ein bisschen weiter. Schnell den Turm da einnehmen, das darf ich nicht vergessen. Zack. Sammler 2. Hör auf zu blinken. Eliminiere die Kultisten, um die Notkammer. Kultisten, wo sind Kultisten? Das ist ein Kultist. Okay. Gibt's den Begriff wirklich Kultist? Ich weiß, was es bedeuten soll, aber den Begriff kannte ich schon nicht. Ausbildung. Dann noch schnell eine Raffinerie. Boah, ich habe nicht viel Tiberium. Ich habe jetzt schon einen Sammler. Das Dumme ist, dass hier da so wenig Tiberium ist. Alter, nerv mich nicht. Du Sack, du. Jetzt kommen die, aber echt schon ein bisschen früh. Am besten wäre es jetzt noch so eine Kommandoeinheit, die mir alles kaputt macht. Stimmt, ich glaube, die Mission war echt nicht so leicht. Was kommt denn da alles? Das könnte übel werden. Ja, super. Ja gut, ich habe doch keinen Bock. Das wird ganz witzig nächstes Mal. Da muss ich schneller, ein bisschen schneller. Einheiten erstellen, weil die so derbe schnell angreifen hier. Und ich gar nicht mal so viel Tiberium habe. Ich meine, das schöne blaues Feld hier, schön groß. Aber das ist dann auch schnell leer, da muss ich hier hoch. Das ist wieder so klein. Die Gründinger sind echt winzig. Und das hier gehört denen. Okay. Beim nächsten Mal dann. Ich denke, die Mission werde ich schon hinkriegen. Wird dann auch nicht so lange dauern. Reines Gefühl. Im Moment bin ich aber am Arsch. Ja. Gehen wir auf die Jagd. Mehr davon dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.